Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Let's Play Raft in der fünften Folge. Ich habe unser Raft nochmal etwas umgestaltet, wie man sieht. Einen kleinen Neuaufbau gemacht. Sachen mal ein bisschen neu gesetzt. Wir haben eine etwas größere Grundfläche und können uns dann heute mal ein bisschen um den Sammeln von Ressourcen und dann vielleicht auch mal den Ausbau wieder nach oben oder weiter nach außen dementsprechend dann kümmern. Vielleicht erweitern wir auch noch ein bisschen unser Netzsystem. Dann schauen wir mal. Ja, Raft ist ein theoretisch kostenloses Spiel. Man kann natürlich was geben, um halt die Creator zu unterstützen. Ihr findet einen Link unten in der Videobeschreibung, wo ihr dann auf die Seite kommt, wo ihr es runterladen könnt. Und auch selbst entscheiden könnt, ob ihr die Leute dementsprechend auch finanziell unterstützen wollt oder ob ihr euch das Produkt erstmal in der Version, wie wir sie jetzt haben, angucken wollen. Sie ist natürlich noch in einer der ersteren Entwicklungsstadien halt. Das Netzsystem, was wir jetzt hier sehen, was wir letztes Mal mit aufgebaut haben, funktioniert eigentlich sehr gut. Ressourcen sammeln eigentlich kein Problem. Nur Hai verjagen muss man noch ein bisschen üben hier. So, Lücke wieder geschlossen. Ja, ich hatte, wie wir es das letzte Mal auch hatten, zwei Platzierungen für Bäume, zwei Platzierungen für Kartoffeln, zwei Kisten und jeweils zwei Trinken, wie auch zwei Essensproduktionen dann aufgebaut. Als Unterschied dazu zum letzten Mal habe ich jetzt vier Dosen sozusagen im Einsatz. Dementsprechend immer, dass ich immer zwei volle Trinkendosen dabei habe und halt immer zwei Stück gerade gekocht werden. Dann kommt man auch mal nicht in die Bedrängnis dementsprechend damit. So, ist das gleich zwei wieder aus. Auch was Essenssachen angeht, ich habe jetzt Fisch, da er anscheinend hier nicht schlecht wird, habe ich dementsprechend auch in Vorrat gekocht, habe, wie man hier im Verzeichnis sieht, auch bereits sechs Stück hier liegen. Das heißt also, wenn mal kein Fisch drauf ist, ist das jetzt gerade nicht ganz so akut. Zur Not haben wir immer noch was. Ja, mein Lebensbalken rechts, das kleine Herzchen, das schräge, was ihr da seht. Warum ist das nicht voll? Ja, also ich bin gerade in dem Umbau dementsprechend ins Wasser gefallen, kam so schnell nicht wieder hoch. Der Hai kam, hat mich angeknabbert. Und es dauert eine ganze Zeit, bis man seine Stamina, also bis man seine Grundgesundheit dementsprechend wieder hat. Also das sollte man nicht unterschätzen. Genau das gleiche, dass wenn man halt zum Beispiel, das habt ihr vielleicht im allerersten Let's Play gesehen, wenn man stirbt, ist es vorbei. Auch der Spielstand wird als gestorben dementsprechend gekennzeichnet und dann war es das. Das heißt, da gibt es auch kein Zurück. Wenn ihr sterbt, seid ihr raus sozusagen. Ja, auch wenn man dementsprechend was abbaut, eben mir ist es vorhin gelungen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe es hingekriegt. Ich war anscheinend vielleicht einen Millimeter neben dem Baum. Und was war passiert? Ich habe das Holzgestell mit kaputtgeschlagen. Warum auch immer. Also man muss schon ein bisschen mit drauf achten auf die ganze Geschichte hier. So. Ich hatte doch eine Kokosnuss gesammelt, oder nicht? Komisch. So, schauen wir mal. Metall brauchen wir meistens nicht ganz so viel. Das lagere ich erstmal ein. Ich werde jetzt erstmal wieder die Grundlage an Seile erhöhen.
So, getrunken haben wir. So, holen wir uns Salzwasser wieder. Fisch sammeln wir ein. Nehmen die beiden fertigen Becher runter und die beiden Salzwasser. Mit diesem Salzwasser, die ich jetzt gerade gemacht habe, die packen wir mal wieder drauf. Querbeet gesammelt heißt auch alles Querbeet im Inventar. Der böse, böse Hai, da war ich schon wieder. Ist wieder zu langsam gewesen. Die Seile-Variante funktioniert jetzt schon mal erheblich besser. Wie beim letzten Mal. Und den Hammer mal rausholen hier. Werden einfach mal eine Runde hinten ransetzen hier. Falls wir nach oben wollen, dass wir noch ein bisschen Platz haben dafür. Auch mal eine Runde Holz wegpacken. Den Samen brauchen wir momentan auch nicht. So, Leute. Trinkwasser runter, Salzwasser rauf. Ja, gerade viel gebaut, dann sammelt lieber mal eine Runde alles ein. Oh, ein bisschen was essen können wir. Ja, mit dem Essen hat das jetzt auch unser Leben wieder aufgefüllt, ein bisschen, wie wir sehen. Beiden Trinkwasser und Essenssachen packe ich auch mal wieder zur Seite. Werde auch mal wieder zwei Fische nachangeln. So, Fische aufs Feuer, dann läuft das mal alles wieder. Die Netze, wie gesagt, ohne Netze wird das Ganze hier schwierig, aber hier sammeln wir gerade echt gut ein. Was heute ein bisschen weniger ist hier, wie die letzten Male ist, wir haben eindeutig weniger Fässer. Und wer sich beschwert, der bekommt da hinten ein Fass. Ne? So sieht es halt aus. Will mal überlegen, ob wir noch eine Dreierspur, also wie wir es jetzt hier haben, vorne und hinten zum Laufen dementsprechend einfach nochmal 5, 6 Stück rausbauen auf jeder Seite, dass wir noch ein bedeutend größere Reserven haben, was Materialien angeht. Und der Hai dann vielleicht auch etwas größere Runden drehen muss und sich nur um den vorderen Bereich da kümmert. Mal gucken. So, was war denn hier noch? Der Netze-Part. So, da haben wir die schon wieder gesetzt. Wie man die jetzt hier zwischen wegnimmt, weiß ich nicht, aber da man hier auch tatsächlich reinfallen kann,
glaube ich, ist das gar nicht mal so schlecht, wenn wir ab und zu tatsächlich so einen Durchgang haben. Da mag uns vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten nur durch die Latten gehen, sage ich einfach mal so. Sachen, die wir nicht einsammeln, aber die Breite an sich macht das dann nachher, glaube ich, wieder weg. So, wie viele Materialien haben wir noch? Okay. So, schon haben wir den Steg erweitert. Mal sehen, wie darauf der Hai reagiert. Wenn wir ihn sein Territorium dementsprechend eine Runde verkleinern, hä? Na, da hinten hat er schon mal wütend ein kleines Eckchen abgebissen wieder. So, zwischendurch einfach mal wieder eine Runde Seide produzieren. So, wieder ein Netz dabei. Schon geht das los. Eben die Sachen einsammeln, die hier zwischen verschwinden wollen. Natürlich kommt dann genau in unserer kleinen Lücke am meisten an. Das ist natürlich immer so. Wie gesagt, wenn wir auch ein bisschen nach oben bauen wollen, ist das auch gar nicht mal so schlecht, wie wir es hier machen. Dann könnte man nachher hier noch eine zweite Reihe nebensetzen und der Rest dementsprechend den einfach oben drüber bauen. Weil was wir nach oben bauen und dann nach außen, weil wir ein gewisses Maß von den Pfeilern weg sein können, beißt auch in der Luft der Hai nicht weg, ne? Das ist halt der Vorteil. Der hat halt nicht hier unten die Fläche. Etwas kleinere Fläche, auf die wir dann achten müssen. Und die Sachen oben sind dann einigermaßen sicher. So, wieder Seile produzieren. Wieder ein Netz produzieren. Wieder ein Netz setzen. Und ich würde sagen, das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Dass wir halt keine zu großen Laufwege haben. Hier bereiten wir den Weg auch erstmal nur vor. So. Ja, man sollte zwischendurch das Trinken nicht vergessen. Das hatte man was. Wie wir es gerade gemerkt haben, fing mal einer schon an zu jippen. Oh, das ist kein Problem. Ich hatte zwei volle in der Tasche. Wie dementsprechend auch zwei volle auf dem Feuer. So. Ah, hier hätten wir mal eine Runde rumgeknuspert. Keine Seile am Bord, das erledigen wir dann gleich. Den Fisch nehmen wir auch schon mal hier runter. Ah, Fässer, die habe ich am liebsten in der ganzen Geschichte hier. Ja, das sieht doch schon mal ziemlich gut aus, würde ich sagen. Grundversorgung ist mehr als gegeben. So, Trinkwasser genommen, das nächste Wasser draufgestellt. Könnten noch einen Schluck vertragen. Auch mal zweimal in den Fisch gebissen. Frage ist, warum habe ich jetzt nur noch drei Kannen? Ist momentan keine drauf. Ach, da ist noch eine neben, wo ich noch kein Wasser geholt habe. Sagt das doch.
Ach, ich könnte ja gar nicht sagen. Ha. Ah, dürftig, Tim. Sehr dürftig. So, hier mal Salzwasser holen. Den Spaß zum Kochen bringen. Dann angeln wir noch mal. Wir setzen auch Fisch wieder an. Ja, unsere Sammelaktion hier in unserem Bereich, den wir haben, sieht schon mal ziemlich gut aus. Ich glaube, ich werde hier jetzt noch ein Netz setzen und das Ganze dann hier zumachen. Ein paar Seile bauen. Netz setzen. Ich wollte schon mal Nest sagen, wir brauchen gar keine Nester. So, das und am Ende einen hinsetzen. So, gucken, wie viel haben wir hinten rausgebaut? Das sind 5 und 1, also 6. Und hier sind wir jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, okay? Also werden wir da dementsprechend auch noch einen rausgehen, das dann zumachen und dann erstmal. Ah, hier hinten war der Hai fleißig, okay? Mit diesen zwei Seilen, die wir gerade noch bauen konnten, wenn wir hier die Hai-Lücken erstmal schließen können. So. So, noch zwei Seile. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal die gleiche Tiefe wie vorhin. Bisschen was trinken. Trinkwasser nachholen. So, wie sieht's aus? Nachgeholte Trinkwasser. Das kann auch ins Inventar. Das auch. Ja, manchmal ist das mit den Netzen, da hängt das ein bisschen quer. Da denkt man echt, das hängt woanders fest, aber da ist das tatsächlich noch in dem Netz gewesen. Ja, da haben wir ein bisschen Rope. So, dann bauen wir den hier hinten noch hinzu. Dann wissen wir wenigstens, dass das hier so zugehört und können auch hier noch das erste Netz für die Seite bauen. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Und ich würde auch sagen, mit unserer kleinen Massensammlung und Ausbau unserer Anlage hier möchte ich mich jetzt auch ganz herzlich verabschieden. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert bitte den Channel.
Und in der nächsten Folge können wir mal gucken, ob wir mal eine Runde nach oben bauen. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.